Hallo und herzlich willkommen zurück, beziehungsweise, was heißt zurück? Hallo und herzlich willkommen zurück zur Halo Master Chief Collection. Und Halo 2 Anniversary ist diesmal dran. Jetzt, wo ich The Song of Sire ja durch habe. Und ja, Halo 2 war das erste Halo-Spiel, was ich quasi im Original gespielt habe. Sag ich mal so. Oh, der Soundtrack ist geil. Ich habe zuerst Combat Evolved Anniversary gespielt. Das war, glaube ich, mein erster Halo-Teil, wenn ich mich nicht irre. Danach Halo Reach. Und danach Halo 2 in der Originalversion, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, gab's noch nicht die Anniversary Edition. Ich habe ja damals von meinen Eltern Halo 2, Halo 3 und Halo 3 ODST hier zu Weihnachten gewünscht. Und ja, Halo 2 gab's halt nur in der alten Xbox-Version und nicht in der Version. Also die anderen Spiele sind schon für die 360 rausgekommen, Halo 2 halt nicht mehr und dementsprechend sah das Spiel dann halt auch aus, als ich es gespielt habe. Aber hey, Abwärtskompatibilität, das ging alles. Glücklicherweise. Gut. Dann starten wir mal die Story. Ich kann ja gleich mal umschalten, wie Halo 2 für mich aussah, als ich das erste Mal gespielt habe. Wenn ich mich noch entsinne, wie man umschaltet kann, die Grafik. Auf jeden Fall wird das gleich um einiges besser aussehen, als ich es quasi noch kenne. Ich werde es wahrscheinlich auch wieder so machen, dass ich halt eine Mission als eine Folge so ungefähr. Na, je nachdem wie lang die Missionen sind. Das ist schon ein ganz anderer Einstieg. Ich vertraue Ihnen nicht. Er vielleicht, ich aber nicht. Ist notiert. Das Vertrauen meines Freundes ist nicht von Belang, Spartan. Es ist mein Vertrauen, das Sie sich verdienen müssen. Gebieter? Sie sind ein Jäger, ja? Und Sucher von Dingen. Nicht die offizielle Stellenbeschreibung, aber nah genug dran. Und jetzt jagen Sie andere Spartans? Ich bin nicht auf der Jagd nach Spartans per se, sondern nach dem Spartan. Ja, das kenne ich noch nicht. Oh, Sie suchen. 117. Die Identität Ihrer Beute war mir nicht bewusst. Deshalb teile ich es Ihnen jetzt mit. Wir reden hier immerhin über Vertrauen. Darf ich Sie etwas fragen? Ihr Volk hat ihn immer Dämon genannt. War das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Eine Beleidigung, sicherlich. Aber eine, in der Respekt mitschwingt. Er war mein Feind, ja. Aber mit der Zeit wurde er ein Verbündeter. Sogar ein Freund. Die Ereignisse, die zu dieser Bindung führten, waren kompliziert. Ah, das war jetzt aus Halo 5 quasi, wo die beiden sich getroffen haben. Und jetzt wird quasi die Vorgeschichte davon erzählt, wie es dazu kam. Ah, weil das kannte ich eben noch nicht. Das war mir komplett unbekannt. Das hingegen kenne ich schon noch. Das sah halt ganz damals in der Version, die ich gespielt habe, alles komplett anders aus. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als sie Halo das erste Mal sahen, waren sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen. Sicher verstehen Sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flood konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte... Es gab nichts, was ich tun konnte. Inakzeptabel!
Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Mein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die große Reise wird bald beginnen. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht ihrer Ketzerei ihre Füße lähmen. Und sie werden zurückgelassen. Das waren solche Arschlöcher. Oh, das sieht so viel genialer jetzt alles aus. Earth Defense Plattform, Kairo. Military Kalender. Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Interessiert mich ein Scheißdreck. Sagen Sie das der Allianz. Es ist schon echt. Vor allem das Coole war immer bei Halo 2, man konnte von den kleinen Waffen zwei gleichzeitig nehmen. Da gab es sehr, sehr coole. Da kamen sehr, sehr coole Waffen noch hinzu in dem Spiel. Vor allem gab es sehr coole Waffenkombinationen auch, die man mit sich führen konnte. Gab es nicht auch eine Mini-MP, wenn ich mich richtig erinnere? Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Die Erfassung war nicht ganz eindeutig. Ich lasse Sie mal eine volle Diagnose durchlaufen. Die Diagnosesoftware setzt Ihre Zielvorrichtung auf normal. Erfassen Sie als nächstes alle vier Lichter, Chief. Soll ich es so lassen oder wieder umkehren? Ich drücke normales Ziel. Ich lasse Ihre Zielvorrichtung auf normal. Sie können die Einstellung jederzeit ändern. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu... Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. So sah es aus, als ich es zum ersten... als ich Halo 2 gespielt habe. Das ist ein bisschen ein Unterschied, würde ich mal behaupten, zu dem hier. Oh, auch der Sound ist angepasst. Also das macht schon wirklich einen sehr großen Unterschied aus hier. Wirklich einen ziemlich großen Unterschied. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Oder wo sind denn die Laufräder? Hinter mir ist gut. Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen ich will gehen, meine Waffen haben. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Ja, rennen konnte man hier also, auch nicht. Also Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Gut. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich ja, dass... Ich hab Sie seit Jahren nicht gesehen. Das ist halt echt ein extremer Unterschied, finde ich. In meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das.
Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. So schon genial. Den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Was ist denn mit denen da los? Die feiern mich ja. Na toll. Kann ich auf der anderen Seite raus? Oh Menno. Ah. Jetzt beginnt erst die erste Mission offenbar. Ich bin nicht mehr ganz so drauf, was die verschiedenen Missionen angeht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass man zwei unterschiedliche Charaktere spielt und ich fand das immer sehr, sehr cool, beide Sichten zu spielen. Auch storytechnisch. Oh, sie sieht sagten aus. Doch, es gäbe keine Kameras. Und sie sagten, sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Heldenschienen. Gib ihnen Hoffnung. Also lächeln. Okay, solange wir noch was zum Lachen haben. Das wird geil. Aber die Abmischung ist definitiv um einiges besser schon mal als sie vorher war. Und das ist der große Unterschied. Ja, da sieht man einen großen Unterschied gerade. Wie gut. Ah ja, stimmt, er kriegt jetzt die Ketzerrüstung angezogen. Okay. Soundtechnisch ist das schon mal ein sehr großer Unterschied. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Ah ja, stimmt sie. Commander Miranda Keyes, Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Das Zeichen des Ketzers. Direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Ja. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier. Oh, sieht das geil aus. Gänsehaut. Das ist geil.
Und das sah so früher aus. Und dann da unten die Waffen, oder? An alle, besetzt die Kampfstationen. Offenbar hier unten. Und es spielt sich schon ein bisschen schneller gerade. Ah, das ist das. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hier noch irgendwas Neues? Nope. Ah, ach so, das ist da hier. Ah, das ist die Maschinenpistole. Okay. Okay, gut. Dann mache ich mal. War das die? Jupp, C gedrückt, Dual. Das ist nämlich jetzt der große Spaß hier mit dem. Warte mal, habe ich. Ja, okay, das ist das. Quasi Schützen. Gut. Wie läuft's bei euch, Master? Das ist nämlich das Schöne hier mit dem Dual. Die sind in Standardformation, die kleinen Bastarde. Ich mag die beiden Dinger. Viel Glück, Kairo. Ich mag diese Waffenkombination echt gerne. Okay. Stimmt, die Enterschiffe. Also, das sieht halt ganz, ganz anders aus. Okay, das. Oh fuck. Boah. Ist schon geil. Auch wenn ein bisschen laut ist gerade, aber es ist schon ziemlich, ziemlich geil. Oh, der vor allem der neue Waffensound gefällt mir echt sehr gut. Ist das geil. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte. Und so sah das halt damals aus. Das Waffendesign hat sich um einiges verbessert, muss man sagen. Logischerweise. Schön nachladen. Die Dual MPs sind halt echt immer noch eine meiner Lieblingswaffen in Kombination im gesamten Spiel. Also in der gesamten Reihe überhaupt. Das ist so genial einfach. Einfach rein und rattern. What the fuck? Der hat mich gewonnen? Der hat mich mit einem Treffer gekillt? Sicherheitsstation 4 wird angegriffen. Ich mag den Sound der Dual MP irgendwie sehr, sehr gerne. Gerade der hat so wirklich was Wuchtiges. Das tut Schweine Schmäh. Oh, da oben. Weg mit denen. Ich hab noch einen Kontakt. Einmal nachladen wieder. Feuerteam
Team zum Tram Terminal 1. Jump Terminal haben die, glaube ich, gesagt, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber egal. Und ist hier noch irgendwie ein. Ich hätte langsam gerne eine neue Munition für die Dual MPs. Muss ich ehrlicherweise sagen. Weil, ja, logischerweise verballert man hier ziemlich schnell die Munition. Oh ja, das ist wieder Munition. Hi. Gut, damit sind die alle weg, denke ich. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Kann ich da... Also... nicht gut. Oh. Da hinten sind wir. Ich habe keinen Sichtkontakt. Weiter, weiter, es gibt nichts zu sehen. Los, weiter, es gibt nichts zu sehen. Okay, Ich hab nicht mehr viel Munition. Schade. Also ich habe glücklicherweise noch die andere Waffe, aber ich mag die MP halt. Die ist so cool. Okay, da unten komme ich gerade nicht weiter. Gut, dann... muss ich wohl. Oh, das Sounddesign ist halt echt schön. Gut, danke. Viel Spaß. So. Oh oh, die verlassen die Athen. Das heißt, jup, da ist das nächste Ding explodiert. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Die Allianz muss was zurückgelassen haben, klingt halt auch so schön. Ich habe auch für die was zurückgelassen, eine schön. Alle Mann in die Druckzonen. Oh fuck. Aus meiner Waffenkammer, darum gesehen. Okay. So, weg mit dem. Ich hab nicht 100%ig optimal geschossen, glaube ich, aber egal. Ah, da
Gut, dich habe ich jetzt auch erwischt. Sicherheitsstation 1 von Feinden eingenommen. Ah, die Magnum möchte ich gerade nicht. Ich brauche einen Squad im Habitat Delta. Ja, dafür habe ich immer noch keine Munition. Uhu, wieder MP-Munition, sehr schön. Und Schrotflinte. Ich denke, dann nehme ich mal jetzt die Schrotmunition mit. Die Frage ist, wo finde ich eine zweite MP? Aber naja, ich denke, dass ich hier jetzt erstmal nochmal am besten wieder einen Cut setze. Und geht auch direkt weiter. So, da. Das werden die schon mal. Okay, das hätte auch brenzlig werden können. Nicht gut. Oh fuck, das war ungünstig für mich. Schade. Gut, dann... Okay, gut. Energieschilde wieder aufgeladen. Sehr schön. Dann. Alle Kampfeinheiten sind in Evakuierungsstationen. Jo, ich glaube, ich habe hier die schon mindestens ganz gut wegbekommen jetzt. Alle Mann zu den Evakuierungsstationen. Ah, da. Okay. Oh, hi. Hier noch irgendwas weiteres gerade? Ja, das ist alles nicht das, wonach ich suche. Warte, was ist... Was war hier? Achso, Plasmakanonen. Ehrlich? Kann ich die nicht abreißen? Oh Menno. Ich hätte die gerne abgerissen. Wie kann ich da wieder weg von? Okay. Hier noch irgendwie weiter. Nicht mehr viel Zeit, Chief. Was ist hier unten? Okay, hier unten war nichts. Schade. Gut, dann halt wieder hoch und mal schauen, wo. Hier lang. Ich war fast an Bord, als sie aufkamen. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ist das hier einfach ein Spawning-Raum oder was? Könnte ich mir gut vorstellen. Genau hier. Okay, die Bombe ist genau wo? Achso, da hinten geht's weiter.
Oh fuck, da komme ich nicht mehr durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da... Ah. Jetzt schwebe ich hier quasi im All herum. So sah es damals aus. Das ist... Okay, stimmt. Dann gehe ich mal hier weiter. Ich hoffe immer noch, dass ich wieder MPs finde. Also zumindest eine weitere, damit ich wieder Duel machen kann. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana, Ziele aussuchen und feuerfrei. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmtrigger. Oh, fuck, nicht die. Jetzt wird's laut. Ich glaube, ich muss jetzt da warten, bis die... Geht doch! Endlich wieder Spaß! Einfach mal durchrattern. Oh fuck. Damit ist der weg. Und ich bewege mich mal aus der. Gut. Also ich denke, ich muss da jetzt hier weiter rein. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriert das Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Ich brauche wieder Munition für die Dual-MP, Menno. Oh, fick mir. Das war blöd. Formiert euch, folgt mir. Willy, oh fuck it, ey. Irgendwie habe ich das so die Befürchtung, dass ich hier öfter sterben könnte an der Stelle. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Und ich ignoriere mal die völlig. Fuck. Das war blöd. Wieso musste da ungefähr... Es ist nicht gut. Formiert euch! Folgt mir! Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen.
Okay. Dann geh ich hier mal rein. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Oh, Menno. Okay, Menno. Wieso konnte ich da jetzt auf einmal die Granate werfen? So, wo? Warte mal, hä? Ah, okay, F. Doch, da. Oh, fick mir, ey. Gut, das war auch wieder sehr mies gelaufen. Okay, ich hoffe, dass einer von denen zumindest tot ist. Das war nämlich mein Ziel, einen tot zu bekommen. Hier irgendwo meine. Okay. Fuck, ich wollte die wieder aufnehmen, Menno. Ich muss in ihren Kopf. Jetzt. Aber ich glaube, dass das. Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Kairo, hier ist die in Everglad. Transporterschild ausgefallen. Bin in Position. Bereit für sofortigen Angriff. Negativ, Commander. Nicht bei einem Schiff dieser Größe und nicht allein. Sir. Erlaubnis, die Position zu verlassen. Zu welchem Zweck, Master Chief? Um der Allianz die Bombe zurückzugeben. Erlaubnis erteilt. Jo. Ich zieh einfach mal so, eine Bombe in den Aufzug ziehen. Die Frage ist, überschreitet das nicht vielleicht das Gewichtslimit des Aufzugs? Gut, bleiben Sie hier. Leider muss ich Ihnen sagen, ich mag Verrückte. Ich finde die beiden so geil. Oh, sieht das geil aus. Nur noch eine Frage. Was, wenn Sie scheitern? Werd ich nicht. Ja, ist das geil. An die Aktion habe ich mich echt nicht mehr erinnert. Dass er sich da einfach ranhängt. Oh yeah. Boah, sieht das awesome aus. Oh. Hi. Und tschüss. Für einen Stein fliegt er ziemlich gut. Tief rein da, fertig machen. Der Kampf geht auf dem Planeten weiter. Die Sprüche sind der Hammer. Für einen Stein fliegt er ziemlich gut.
Herrlich. Der Shit ist halt echt extrem genial. Ah. Das war schön. Das war echt herzergreifend. Und das war auch die erste Folge von Halo, würde ich sagen. Also von Halo 2. Ah, Mann, das war schon echt. Das war echt, ey. Da geht einem das Herz auf bei dem Spaß. Level seit 15 Minuten, so schnell bin ich nun doch nicht. Auch nicht bei dem Level wahrscheinlich. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, was das für eine Mission jetzt war, die jetzt kommt. Als nächstes. Wirklich nicht mehr. Ist aber auch nicht so wichtig. Auch wenn er, also ich habe das Gefühl, dass der aktuell länger braucht als... Okay. Eine Nachrichtenschleife. Bedauern, bedauern, bedauern. Spannend. Und was bedeutet das? Liebe Menschheit, wir bedauern, Alien-Bastarde zu sein. Wir bedauern, dass wir hier sind. Und wir bedauern, dass das Chor gerade unsere miese Flotte pulverisiert hat. Ruhe! Bedauern ist ein Name, Sergeant. Der Name eines geistigen Führers der Allianz, eines Propheten. Er ist auf diesem Transporter und er bittet um Hilfe. Achtung, Raster Kilo 2-3 ist heiß. Empfehle Abbruch der Mission. Roger, Ende. Sie sind dran, Sarge. Dann mal los. Bereit machen, Marines! Master Chief, Transporter entern, um den Propheten des Bedauerns zu holen. Das ist die einzige Stelle, an der die Allianz zu landen plant. Der Prophet wird uns sagen, warum. Hey! Ah ja, die Dinger. Also, das Sounddesign ist echt sehr hart. Los doch, wir vergeuden Zeit. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! So, aber wie gesagt, das, die Mission Außenbezirke, kommt dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!